Der Streit um Aktenlieferungen des Finanzministers an den Ibiza-Urschuss beschäftigt derzeit das Straflandesgericht Wien. Das soll nun im Auftrag des Bundespräsidenten herausfinden, ob alle Unterlagen vollständig geliefert worden sind. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Am 15. Juli endet der Urschuss, falls er nicht doch noch verlängert wird. Dafür bräuchte es aber die Stimmen der ÖVP oder der Grünen. Zuletzt waren im Urschuss wieder prominente Namen geladen, wenngleich der inhaltliche Erkenntnisgewinn enden wollend war. Seit 17 Monaten sitzen die Abgeordneten nun schon regelmäßig zusammen, fast wie eine Schulklasse. Doch von einer Klassengemeinschaft kann keine Rede sein. Diese Woche waren es die Sitzung Nummer 52 und 53. Für Blümel war es bereits die dritte Ladung in den Ausschuss. Einen guten Eindruck hat er bei der Opposition und auch beim grünen Koalitionspartner nicht hinterlassen. Bei seiner ersten Ladung vor genau einem Jahr konnte er sich gezählte 86 Mal nicht mehr erinnern. Bei seiner zweiten Ladung vor 2,5 Monaten hat er sich mehrfach entschlagen, da er als Beschuldigter in der Causa Casinos geführt wird. Bei seiner dritten Befragung am Donnerstag bleibt der Finanzminister entspannt. Auch diesmal beantwortet er wenig und entschlägt sich 35 Mal. Die Opposition schäumt. Blümel sage immer, er kooperiere gerne mit dem Parlament. Doch sobald die Türen verschlossen sind und die Kameras ausgeschalten sind, dann sieht man, nein, es gibt hier überhaupt keine Kooperation. Es gibt hier nur Überheblichkeit. Es gibt hier nur Verachtung für das Parlament und keine Kooperation. Im Prinzip kann man zusammenfassen, er hat zwar nichts gesagt, er hat uns ein bisschen einen Einblick in seine Art und Weise zu denken gegeben und vor allem auch im Zusammenhang mit seinem Verständnis vom Parlament, mit seinem Verständnis für Transparenz und Aufklärung und auch was die Wertigkeit seiner Mitarbeiter betrifft. Das haben wir heute im Untersuchungsausschuss erlebt. Entschlagung, Vergesslichkeit, Vergesslichkeit. Das war eine Verhöhnung des Parlaments und von allen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Wie lange kann ein Finanzminister mit derartig vielen Vorwürfen und Ermittlungen gegen ihn im Amt bleiben? Es war natürlich auch so, dass Gernot Blümel da auch mit schon seinem ersten Auftritt im Ausschuss einigen Kollateralschaden für sich selber nicht nur in Kauf genommen hat, sondern fast schon provoziert hat. Und insofern ist es für ihn jetzt ganz schwer, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Klar, wenn jetzt das Gericht feststellt und sagt, es ist alles geliefert worden, alles lückenlos, weiß nicht, ob das realistisch ist als Ergebnis, dann kann er vielleicht sagen, gut, das war alles nur quasi eine Hexenjagd und das würde natürlich auch auf die generelle ÖVP-Botschaft, die sie derzeit versucht zu etablieren, einzahlen. Aber zu einem echten Gewinnbringer wird das so wohl nicht mehr. Auch nach der letzten Aktenlieferung aus dem Finanzministerium ist nicht klar, ob nun alle Akten dem Ausschuss vorliegen. Der Verfassungsgerichtshof hat dem Bundespräsidenten mitgeteilt, dass das nur er entscheiden kann. Van der Bellen hat daraufhin das Landesgericht für Strafsachen Wien beauftragt, eine Exekution im Finanzministerium durchzuführen. Ein noch nie dagewesener Fall. Ich bin kein Hellseher, ich kann nicht beurteilen, ob sämtliche Unterlagen vollständig und rechtskonform geliefert wurden. Aber ich werde die in der Verfassung für solche Fälle, für einen solchen Fall vorgesehenen Schritte umsetzen. Der Bundespräsident befindet sich in der Zwickmühle, meint der Politanalyst. Er wird immer öfter angerufen, er wird immer öfter von unterschiedlichen Parteien versucht, quasi da mit einbezogen zu werden. Und das ist langfristig, wenn sich das über einen längeren Zeitraum fortsetzt, natürlich schon auch eine gewisse Gefahr für die Positionierung eines Bundespräsidenten, der sich natürlich eben normalerweise eben nicht in diese tagespolitischen Auseinandersetzungen einmengt. Zum zweiten Mal in den Urschuss vorgeladen wurde zudem Nationalratspräsident Sobotka. Während der Befragung von Blümel war er noch Schiedsrichter. Am Nachmittag übernimmt Doris Bures den Vorsitz. Sobotka wechselt den Sitzplatz und wird zur Auskunftsperson. Es fällt ihm dabei manchmal schwer, die Rolle des Vorsitzenden abzulegen. Natürlich ist diese Rolle eine, die de facto kaum bis nicht vereinbar ist. Denn natürlich wirkt es
einigermaßen skurril, wenn man zuerst quasi Schiedsrichter ist und dann wird man befragt. Klarerweise hat das die Opposition auch ausgenutzt und gerade der aktuelle Nationalratspräsident ist natürlich einer, der einen schönen Konflikt in der Politik auch nicht auslässt. Das heißt, er lässt sich dann auch jedes Mal darauf ein und insofern war das natürlich auch einer der Punkte, die aus Sicht der ÖVP auch mehr als suboptimal schon in den vergangenen Monaten gelaufen ist. Und wie sehen die Grünen ihren Koalitionspartner im Ausschuss? Ich hätte hier keinerlei Aufklärungskultur der ÖVP im Untersuchungsausschuss erlebt. Das Gegenteil ist der Fall. Der Haussegen innerhalb der Koalition und das Bild der Regierung in der Öffentlichkeit könnten besser sein. Dazu tragen auch die vielen Anschuldigungen und Ermittlungen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder bei. Also die Regierung ist sicherlich eingeschränkt in ihrer Handlungsfähigkeit, gar keine Frage. Sie muss auch über den Sommer beweisen, dass sie noch in einzelnen Bereichen jedenfalls Handlungsfähigkeit besitzt. Zum Beispiel beim Thema ökosoziale Steuerreform, beim Thema Wirtschaftsaufschwung. Das ist ja tatsächlich auch ein echtes Problem, dass das Zurückgehen in den Umfragen ja vielleicht nicht einmal so sehr mit dem Wirken des U-Ausschusses zusammenhängt, sondern viel eher mit dem Thema Pandemie und deren Bekämpfung bzw. deren wirtschaftspolitischen und sozialen Auswirkungen. Noch bleiben 3 Ausschusstage. Kommende Woche wird der Kanzler selbst ein zweites und letztes Mal im U-Ausschuss befragt werden. Nach dem 15. Juli können keine neuen Beweise mehr geliefert und keine neuen Auskunftspersonen befragt werden. Ob die Exekution des Landesgerichts bis dahin neue Erkenntnisse aus dem Finanzministerium bringen wird, ist ungewiss. Die Zeit jedenfalls ist knapp.